das sieht besser aus mit dem Sockel, ja. Ja. Oh nein, oh Gott. Hast du schön vorbereitet, wa? Den Boden. Bin ja auch nichts anderes gewohnt. Ja, Kies, Alter, Kies ist einfach der beste Weg, ohne Scheiß, ich schwör's hier. Nichts Besseres als das Zeug. Also das Gefühl, das reicht nicht. Wenn man eine Endertruhe abbaut, geht die kaputt? Keine Ahnung. Probiere ich gleich im Singleplayer im Game Mode aus und dann nehme ich mir in Game Mode und dann mache ich es immer mit einer Diamond Pickaxe kaputt. Weil wenn das nämlich hält, dann habe ich die Premium Cheat Idee, Alter. Achso, da hinten eine Ender und dann packst du die rein und dann hier. Genau, nimm die Endertruhe mit, geh farm, ja. Pack das in die Endertruhe rein, bau die Endertruhe ab. Eigentlich müsste der Server die in Inventar speichern bei der Endertruhe. Sollte er eigentlich, war früher zumindest so. Eigentlich, wenn du zwei hast, ne? Du brauchst auf jeden Fall dann noch eine zweite, dann sollte er die speichern. Okay, dann brauche ich zwei, haben wir zwei Enderperlen? Ich glaube ja. Eine auf jeden Fall. Jetzt mal zu meinem besten Freund Nix, Alter. So. Mal gucken, ob ich das draußen auch mache. Achso, warum krieg ich nicht da so ein Ding hin? Ja, diesmal gehe ich nicht mit dem Pferd, sondern ich laufe, beziehungsweise fahre mit dem Boot darüber. Es geht viel, viel schneller. Draußen rumzureiten. Achso, ja, das ist möglich. Reicht mir erst. Wie hell der Platz wird, der von da oben, ey. Geil. Perfekt. Richtig gut. Mal ein Stückchen trinke. Das sind jetzt 15 Stacks.
gewesen. Und die drei fehlen jetzt? Nee. Nee, ich hab noch. Ich hab 20 Stacks. Noch 5 hab ich. Das sieht schon besser aus, ne? Ach, hier hast du noch gar nicht gemacht. Ja, hallo? Das ist viel da hoch. Ich denke, du hast vorgearbeitet. Wie wollen wir es dann machen? Wollen wir Glowstone in den Boden einarbeiten für Beleuchtung oder irgendwie so ein Weg mit Fackeln oder keine Ahnung. Mit Glowstone wird halt ein bisschen schwierig, weil dann musst du den Kies abbauen, dann den Glowstone drunter setzen und dann da drauf musst du deinen Kiesblock setzen, weil diese eine dünne Linie ja als ganzer Block angesehen wird. Ich verstehe das nicht. Ich leuchte mal die Höhle hier unter ein bisschen aus. Dass da nicht so viele Stimmen kommen. So, ja. Den Stein bringen wir jetzt zu Tom. Dann tun wir da nur das bisschen Kies rein und dann guck ich mal, ob ich eine Endertruhe machen kann. Beziehungsweise. Zwei. Beziehungsweise ich teste erstmal im Singleplayer mit einer. Müsste eigentlich auch mit einer gehen. Ich glaube, der Server speichert das in der File. Wenn ich baue doch hier einfach eine Endertruhe, pack einen Stein rein, baue die ab, baue die hin und guck nach. Wäre jetzt zu klug. Hast du mich jetzt hier eingebaut oder kommen wir wieder hoch? Ich habe dich nicht eingebaut. Erstens würde ich es niemals tun und zweitens habe ich es nicht getan. So, das war alle Kies, was du hast, oder was? Nee, ich hab noch 5 Stacks gerade in deine Erdtruhe rein. Achso, okay. Ich repariere jetzt meine Diamantschaufel. Check, ob wie eine Endertruhe geht. Ja, wir haben nur eine Enderperle, aber das sollte eigentlich Endertruhe craften. Dian 3. Ja, ich habe jetzt voll lange dafür gebraucht. Ah, wie gut, dass wir nur 4 Obsidian haben. Alles klar, erstmal runter in die Mine gehen. Haben ja genug davon.
Lava? Ja, auch Obsidian. Ich weiß Ach schon so, ja. instant, ich weiß instant direkt, wo ist. Einfach ganz nach unten laufen und schon hast du. Und zwar direkt hier. So ein Knockback-Schwert ist schon was Geiles, aber das Problem daran ist, wenn du den letzten Hit machst und dieses verfickte, die dann 5 Kilometer weit wegfliegen und du dann die EPs einsammeln. Oh, Moment, ich Liga. Kann gerade nicht. Moment. Oh, mir fällt gerade auf, ich habe sogar noch Dings in meiner. In meiner Tasche, tue schon im Lager rein. Ich liege, ne? Ich liege auch. Dachtest doch. Er hat ja gesagt. Du aber nicht, der Chef. Doch. Hab ich gesagt. Ich hab gesagt, Moment, warte, okay, jetzt liege ich. Sorry, ich muss mal kurz aus dem Handy gucken. Ach, scheiße. Jetzt mit einer Enderperle oder einem Enderauge? Ich muss erst noch ein Enderauge draus machen. Oh, wie gut, dass wir die Rohstoffe alle haben. Die müssen wir noch übrig haben, ne? Oder sind die, ne, die Enderaugen? Die müssen, die glaube ich. Enderaugen, die sind nicht übrig. Die sind exakt abgezählt. Und dann macht er aus der Enderperle. Ja, ja, mache ich auch. Gut, dass ich noch eine gedroppt habe. Ist ja nicht. Obwohl, warte. Kommen nicht sogar mal zwei raus? 12, nee. Wir haben 12 Enderaugen. 12 brauchen wir. Ich dachte, dass immer zwei Augen bei einer Perle mit Blaze Rod rauskommen. Ach so. Negativ. Auch voll der Transport-Cheat, ey. Ohne Scheiß. Zack, 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 zack. Ach, ist ja falsch. Muss ja jetzt mal das Enderauge machen. Eine Endertruhe, Digga. So. Stell ich jetzt hier hin. Dann mache ich. Lol, was für ein Geräusch die macht, wenn man die aufmacht. Ich tue mal da ein Stück Erde rein, dann baue ich die jetzt ab. Nein! Nein! Die funktioniert nicht, die geht kaputt, du kriegst das Obsidian raus und mehr nicht. Das ist die Enderperle, ist dann weg. Ja, good job. So, ich gehe jetzt jede Truhe durchsuchen, die es hier auf dieser kompletten verfickten Welt gibt. Und weh, ich finde irgendwo zwei Enderperlen, Alter. Fangen wir direkt beim Franz an. Nein. Nein. Mann, warum hat der Bub denn nix?
Es fühlt sich gerade an, wie ein Flugzeug startet. Was für ein startet? Ein Flugzeug startet, hat sich gerade irgendwie so angehört bei mir hier auf dem Berg. Ich bin in der Höhle wahrscheinlich. Kommt man hier denn wieder raus? Hat einen unterirdischen Gang und hier kommt man nicht mal raus. Doch klar, wie man reingekommen ist. Oh Gott, Alter, was ist das denn für ein Tunnelsystem hier? Leck mich am Arsch. So. So, dann gehen wir jetzt mal bei die Britney ins Haus. Aber da hat auch keine zwei Enderperlen, das weiß ich. Weil ich hätte man das gewusst, Alter, ne? Ich wusste warum. Hätte ich mal. Den goldenen Apfel aufgehoben. Nee, wieso den goldenen Apfel aufgehoben? Einfach nur random. Ich weiß halt leider nicht, ob auch in dem scheiß Enderportal schon Augen drin waren. Früher waren da schon ein paar drinne, aber ich glaube nicht. Die Britney hat hier auch nichts. Ich würde gerne mal wissen, was mit seiner Treppe passiert ist, Alter. Wer hier gecreeft hat. Aber richtig hardcore. Sieht echt so aus, als wäre es abgefackelt. Echt? Da auch. Ja, entweder abgefackelt oder Enderman, aber ein Enderman nimmt keine 2, 4, 6, 8. Dann. 16 Blöcke. 17. Plus vielleicht 3, 4 Teppiche. Also sagen wir mal 21 Blöcke, Alter. Da muss ja ein Enderman richtig hart reingecreeft haben. Ja.